Herzlich willkommen zurück, Freunde, zu einem weiteren Mobile Game angezockt. Wir spielen heute gemeinsam Idle Champions of the Forgotten Realms, einem netten kleinen Mobile Game für zwischendurch im Forgotten Realms Universum. Also gerade zum Hype von Baldur's Gate 3 und zu Lester dachte ich mir, das ist doch genau das Richtige. Ich spiele hier über den Android-Emulator BlueStacks auf dem PC. Das Spiel ist allerdings auch über Steam verfügbar. Wenn ihr aber den Emulator mit dem Spiel gerne mal testen möchtet, klickt einfach unten in der Videobeschreibung auf den allerersten Link, ladet den Emulator herunter und das Spiel. Wenn ihr schon dabei seid, ladet auch noch Raid Shadow Legends herunter. Ihr müsst es nur installieren, das reicht schon. Da unterstützt ihr mich direkt und dafür wäre ich euch sehr, sehr dankbar. Jedenfalls gucken wir es uns mal an hier. Und zwar haben wir unseren Zwerg und noch einen weiteren Charakter und hier Click Damage, einen Feuerball. Da kann ich nämlich draufklicken und dann einen Feuerball dahin schicken. Also ich kann quasi den Schaden, den ich mache, weiter erhöhen. Und im Endeffekt rennt unser Zwerg jetzt hier durch und verursacht die ganze Zeit Schaden. Es ist wirklich sehr einfach gehalten, wie ihr seht, ne? Also einfach klicken hier und Feuerball aktivieren. Auch den kann man upgraden nach und nach, ne? Und wir können auch den Charakter upgraden. Ich will aber erst einmal Gold sammeln, deswegen klicke ich hier die ganze Zeit. Es ist extra so gemacht, es soll leicht sein, ja. Es ist für zwischendurch, wenn ihr es am PC spielt, so wie ich hier gerade, klickt ihr einfach nur hier rein die ganze Zeit und macht Schaden auf die Gegner und sammelt euer Gold nach und nach, bis ihr weitere Charaktere beschwören könnt. Und ich freue mich schon darauf. Komm, wir schalten jetzt mal sie hier frei, unlocked. Ja, ihr seht, jetzt haben wir sie freigeschaltet hier. Und haben einen weiteren Charakter, der mit angreift. 150 Damage, er hat 16 Damage. Was macht sie denn hier? Sie braucht auch ein bisschen länger, um ihren Schaden aufzuladen, wie wir sehen. Sobald das hier aufgeladen ist, greift sie an. Und was ist das genau? Ah, okay, sie macht einen schnellen Blitz. Na gut, wunderbar. wir können auch weitergehen zum nächsten Gebiet. Machen wir das mal ganz kurz. Wir müssen uns ja nicht ewig in einem Gebiet aufhalten. Man kann halt lange in einem Gebiet farmen. Weil im nächsten Gebiet werden die Gegner immer stärker. Ne, jetzt sind wir hier in Gebiet Nummer 2, in Gebiet Nummer 3, weil 2 abgehakt ist. So, Freunde, wir haben gleich an die 1000 Gold. Ich wollte euch mal zeigen, man kann nach hier oben auf die Info gehen, dann sieht man, wie stark seine Charaktere sind. Es gibt anscheinend auch Ausrüstungen, die man nach und nach bekommen kann. Hier ist der Grundschaden, den macht alle 4 Sekunden. Dann der Bash-Schaden, der Spezialschaden von seiner Ultimate, alle 60 Sekunden und so. Ne? Also alle Charaktere kriegen auch noch Ultimates. Dann gibt es hier sogar noch die Gesinnung von ihm und so weiter. All das kann man hier sehen. Und dasselbe gilt für sie hier, die gute Celeste ist das, ne, die ist hier rechtschaffen gut und so weiter, hat hier ebenfalls das ganze Zeug. Ich weiß nicht so genau, was die Gesinnungen sollen, was das alles bedeutet. Oh, guck mal, wir kriegen sogar noch einen Draw. Und ihr seht, unser Team macht das schon alleine, ja. Also einfach machen lassen hier. Ich weiß nicht so genau, ob man das Gold nach und nach automatisch bekommt. Ich glaube, man muss letztendlich doch klicken dafür. Spätestens wenn die Boss lassen, klicken wir ja sowieso, seht ihr? Und dann sammelt man das Gold einfach ein. Und ihr seht hier, was unser neuer Charakter ausmacht, wie viel Schaden der einfach mal verursacht bei dem. Na, das macht schon wirklich viel aus und der geht auch sehr schnell down. Diesmal haben wir es geschafft. Also neuer Charakter ist hier das Ziel, beziehungsweise der Schlüssel zum Erfolg. Ich mag ja Gnolle. Gnolle gehört mit zu meinen Lieblingsgegnern in den Forgotten Realms. Sehr gut, Gegner ist geschafft. Dafür gab es ordentlich Kohle hier und nochmal einen fetten Sack. Und mit einer Kiste drin. Was haben wir denn da? Ah, Gegenstände haben wir also freigeschaltet hier oben. Gucken wir mal. Machen wir die Truhe mal auf. Sehr gut. Und wir flippen alle Karten. Und da gibt es einmal eine neue Axt für unseren Charakter hier, ne, für unseren Zwerg, Stufe 1. Der Damage ist um 65% erhöht worden. Dann gibt es hier noch ganz viel Gold. Superklasse. So, ich bin jetzt hier gerade bei den Banditen im 8. Bereich und ihr seht, die verlieren sogar Köpfe. Erinnert ihr euch noch in Baldur's Gate 1, als man die Banditen skalpieren konnte und dann deren Scalps abgeben konnte? Sowas wird das sein. Naja, auf jeden Fall, es weckt Erinnerung, Freunde. Ist einfach nur dafür da, ein bisschen eine schöne Zeit zu haben, ein bisschen zu klicken und Zeug einzusammeln. Oder einfach nur, sag ich mal, was ich wie gesagt gerne mache, ist einfach der Halbling, der hier steht. Was ich auch gerne mache, ist einfach nebenbei das laufen lassen hier. Ihr seht ja, die schaffen das ja, ohne dass die in unsere Nähe kommen. Und ein paar davon sind auch Fernkämpfer, die kann ich unterbrechen, dass die hier nicht uns aus der Ferne angreifen, ne, mit ihrem Pfeil und Bogen und so. Und was ich im Prinzip mache, ist, ich lasse es einfach laufen hier nebenbei und render dann meine Videos oder mache das, was ich so zu tun habe, ne? Einfach so am PC. 2500 Mal klicken erhöht den Schaden unserer kompletten Champions um 1%. Also ihr seht, Dauerklicken lohnt sich auf jeden Fall. Grundsätzlich kann ich auch entscheiden, wenn ich angreife. Hier, wenn ich auf den klicke, greife ich nur den einen an. Das geht also doch. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne den da oben angreifen oder den hier, seht, da kann ich entscheiden, wen ich angreife. Also auch hintere kann ich angreifen, um auf bestimmte Leute zu zielen, die aufzuhalten, wenn ich das möchte. Ja. Aber ansonsten, wenn ich einfach nur nach vorne klicke, greift er einfach den an, der am nächsten steht, was meistens ausreicht. Wichtig ist halt, dass wir einfach klicken und irgendwie Gold einsammeln.
So, wir haben 28.000 zusammen. Wir rufen mal unseren neuen Charakter hier, unseren Drow. Das ist der gute Jarlaxle und der macht jetzt 143.000 Base Damage mit seinem Rapier. Das ist einfach der Hammer. Nein, 76, doch 143.000, genau, richtig. Also der bringt uns jetzt hier mega voran und wir kommen jetzt hier super leicht durch. Ich versuche auch gleich mal ein bisschen abzugehen. Oh mein Gott, 1 Million brauchen wir für den nächsten Charakter. Das ist hier Calliope, ein Bade, so wie es scheint. Gehen wir zum nächsten Gebiet. Ihr seht, wenn man zum nächsten Gebiet geht, sammelt man das komplette Gold gleich auf einen Schlag ein. Ich werde jetzt einfach mal nur warten und gucken, was dann passiert, wenn ich nichts anklicke. Also ihr seht hier unser Drow, Schurkenpirat, was auch immer er ist, greift die Gegner von hinten an. Und wir kriegen schon ordentlich Gold hier, tonnenweise. Aber ich farme jetzt erstmal noch ein kleines bisschen oder warte erstmal noch ein bisschen und gucke, was passiert, wenn ich das Gold nicht einsammle. Ob das einfach verschwindet oder ob das automatisch eingesammelt wird dann. Und wie ihr sehen könnt, wird das Gold automatisch eingesammelt. Also wenn wir stark genug sind, und um die Charaktere automatisch zu besiegen, die Gegner automatisch zu besiegen, ohne dass wir klicken müssen, ja, dann kann man es einfach laufen lassen. Man kann einfach laufen lassen und seine Party sammelt das ganze Zeug ein und muss sich selbst gar nicht die Mühe machen. Auf diese Weise wird man einfach nur dadurch, dass es läuft, nach und nach immer stärker und kann dann eben sehen, wie seine Party immer stärker wird und so weiter und so fort. Das ist halt eben das, was Idle Heroes ausmacht. Es gibt übrigens auch die Funktion für Auto-Progress. Ich habe das Ganze mal angeschaltet. Das bedeutet, wir gehen automatisch weiter ins nächste Gebiet, sobald ein Gebiet abgeschlossen ist. Schauen wir uns mal diese Funktion an. Also sobald wir hier 25 Monster erledigt haben, müsste es dann automatisch weitergehen ins nächste Gebiet. Und ich habe meine Charaktere auch schon ein bisschen aufgetunt. Genau, seht ihr, es geht automatisch weiter zum Bossgebiet. Und man sollte halt eben beim Bossgebiet dann selbst helfen, in der Regel. Außer man ist stark genug, dass man das nicht braucht. Aber ihr habt ja gesehen, wie stark die Bosse sein können. Wichtig ist jedenfalls, dass man, wenn man einen Boss nicht geschafft hat, wird man ein Gebiet weiterhin zurückgesetzt und macht dann von da aus weiter. Man verliert also im Endeffekt nichts. Dementsprechend ist das gar kein Problem, ja. Also einfach durchlaufen lassen automatisch, bis man nicht mehr weiterkommt und dann übernimmt das Spiel schon irgendwie, Verein. Beispielsweise war ich hier jetzt mit Auto-Progress in einem Gebiet, bei dem ich keine Chance hatte gegen einen Boss. Und ich werde einfach ein Gebiet weiter hinten zurückgesetzt, verliere dabei nichts und kann gerade an der Stelle weitermachen. Also einfach durchlaufen lassen ist hier das Ziel. Ich habe auch gesehen, dass ebenfalls die Gruppenkonstellation wichtig ist, weil sie hat mittlerweile hier den Effekt. Und zwar habe ich das mit Stufe 20 gelernt hier bei ihr, dass sie tatsächlich den Schaden von allen Champions, die an ihr angrenzend stehen, um 100% erhöht. Also sie verdoppelt den Schaden von allen, die angrenzend an ihr sind, ja. Das ist sehr, sehr, sehr praktisch, weil diese beiden ja an ihr angrenzen und dadurch immer stärker werden. So, was scheinbar auch möglich ist für unseren Zwerg hier, der ist mittlerweile schon Level 125. Wenn ich jetzt hier 376.000 Gold ausgebe, um ihn auf die nächste Stufe zu bringen, kann ich entscheiden, auf was er sich spezialisieren soll. Entweder Shieldmaster, unsere Leute zu schützen, oder Battlemaster, um Schaden zu machen. Und ich würde mal sagen, wir nehmen hier einfach mal Battlemaster, weil ich will Damage. Mittlerweile vermöbeln wir Kühe, verfluchte Kühe und haben vorher sogar noch die Milcheimer eingesammelt und so ein Kram. Also es ist einfach zum Totlachen. Und wir sind schon an dem Punkt, wo selbst unser Blitz über Hunderttausende von Schaden macht. Also echt mega cool. Jedenfalls haben wir jetzt genug Kohle zusammen, um einen weiteren Charakter freizuschalten. Nämlich siehe die gute Calliope. Und sie macht insgesamt was für einen Schaden? Oder er? Weiß nicht genau, ist ein Bade, so wie es aussieht. 19 Millionen Schaden. Das ist mega gut schon. Dafür, dass er erst gerade frisch erschienen ist. Ihr seht hier, unser Drow macht 23 Millionen. Der hier macht 11 Millionen. Und die werden auch dauernd geheilt hier durch unsere Zauberin. Und der nächste, den wir freischalten, ist dann er hier, Ashara. Der macht natürlich mega krassen Schaden. Dafür brauchen wir aber 50 Millionen. Aber ihr seht, das geht ruckzuck hier. Also auch die 50 Millionen hätte ich sehr schnell zusammen. Gehen wir weiter zum nächsten Gebiet. Hier kommen also tonnenweise Kühe auf uns und dann kommt hier der Boss. Ein verfluchter Farmer, gegen den wir kämpfen. Glücklicherweise haben wir vorher noch einen neuen Charakter hinzubekommen und ich habe den Blitz auch entsprechend aufgetunt. Dementsprechend sind wir halt saumäßig stark schon hier. Wir können dann mal sie noch upgraden. Superklasse, da macht sie nämlich auch nochmal richtig fetten Damage. Und er kommt langsam zu unserem Zwerg, aber hat es nicht geschafft gegen uns. Wunderbar, sehr gut. Weiter geht's, gucken wir nochmal hier rein. Es gibt auch Premium-Währung, das sind diese Gems, die man hier einsammelt, diese grünen Steinchen. So, wenn wir mal hier oben auf die Collection gehen, dann sehen wir sämtliche Helden, die wir noch freischalten können. Unter anderem gibt es hier Minsk, den will ich unbedingt haben. Dann gibt es hier noch Delina, Marcos, Tyrell,
Jamila und wie dir noch Arkan gibt es hier ebenfalls. Kommen anscheinend auch immer wieder neue Charaktere hinzu nach und nach. Jedenfalls finde ich das mega cool, dass man hier so all die verschiedenen Charaktere freischaltet. Vor allem Minsk will ich unbedingt haben. Das ist ja einer meiner größten Lieblingscharaktere aus dem Forgotten Realms Universum. Einfach weil er so ein cooler Ranger ist. Ja, machen wir mal weiter und versuchen die 50 Millionen zu bekommen für den nächsten Charakterfreunde. Übrigens gibt es hier auch tonnenweise Achievements, die man freischalten kann nach und nach und die immer wieder den Schaden der kompletten Gruppe um jeweils 1% erhöhen. Also das macht schon wirklich viel aus. 100 Millionen Gold verdient oder so ein Kram, 10.000 Mal geklickt, solche Dinge, 25.000 Monster gekillt und so weiter und so fort. Oder hier ist ja der Shop, wo man noch Sachen kaufen kann, wenn man das möchte, um eben, weiß nicht, ob man damit, anscheinend schaltet man Charaktere damit frei, oder? Champions, hier, Champions kann man freischalten, wenn man das denn so möchte. Die müssen noch geladen werden hier. Stoki, Kront, Grommer und so, ne? Die kosten dann entsprechend Gold, wenn man das will. Aber ich werde natürlich kein Geld ausgeben. Aber lasst mich gerne wissen, ob ihr das gemacht habt oder gerne machen würdet. Solche Dinge. Und dann gibt es hier noch Kisten und so ein Kram. All das Zeug, ne? Premium-Währung. Weiß nicht so genau, was ist, wenn ich jetzt den hier kaufen wollen würde? Kostet mich echtes Geld hier dann, ne? Die Packs für den zu holen und so. Na gut. Offensichtlich kommt man aber auch so sehr gut durch, ohne Geld dafür auszugeben, weil es ist ein Idle-Game. Also früher oder später kommt man sowieso voran. Das ist auch mehr als klicken und abwarten ist das hier nicht. Es ist einfach ein kleines Ding für zwischendurch. Ein kleines Game für zwischendurch hier, ne? So kleine Raben schießen, gibt auch nochmal extra Geld zwischendurch. Es ist einfach nur so ein bisschen, ja, zwischendurch ein bisschen klicken und Spaß haben. Es ist wohl sogar möglich, die Menge an Gold, die man findet, zu erhöhen, denn er hier hat bei seinem letzten Upgrade die Fähigkeit bekommen, die Menge an Gold, die man findet, um 25% zu erhöhen für jeden Drow oder Schurken, den man in seiner Party hat. Also man kann die Party mit Sicherheit noch anpassen und auch nach und nach mehr Drow oder Schurken bekommen, was ich mega cool finde. Also offensichtlich gibt es auch nach und nach verschiedene Arten von Zwischenbosse. Beispielsweise kann man diese seltsame Kugel hier nur dann angreifen, wenn keine Gegner in der Nähe sind, weil meine Blitze machen keinen Schaden auf das Ding hier. Und es hält eben eine gewisse Anzahl von Angriffen aus. Also sollte man hier, ne, die Gegner schnellstmöglich platt machen, damit man eben dann diese Orbs platt machen kann. Und dann geht es auch schon wieder weiter zum nächsten Gebiet. Also es ist nicht immer gleich an Gegnern, was man hier hat. Und außerdem kann man sehr oft seine Charaktere in verschiedene Richtungen entwickeln. Hier zum Beispiel mehr Heilung oder mehr Damage oder eben mehr Gold finden und so ein Kram oder generell den Schaden der kompletten Party erhöhen und solche Dinge. Also es gibt wirklich ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten. Da steckt weitaus mehr Strategie und Rollenspiel dahinter, als ich ursprünglich dachte. Aha, wir sind also sehr weit gereist und haben jetzt hier unser Abenteuer komplettiert fürs Erste. Und das war wohl das Tutorial. Deswegen konnten wir noch nicht unsere Gruppe anpassen. Allein das Tutorial hat mich fast eine Stunde Spielzeit gekostet. Aber es hat echt Spaß gemacht. Man kann es einfach nebenbei laufen lassen. Wisst ihr, jetzt sind wir hier also durch. Wir kriegen tonnenweise Zeug. Vielleicht können wir jetzt ja nach und nach unsere Party anpassen. Hier ist unsere Kampagne also. Die Schwertküste und so weiter und so fort. Wir klicken mal ganz kurz weiter hier, denn wir wollen ja Action sehen, Freunde. Also scheinbar habe ich jetzt hier die Karte und ich kann jetzt hier, ich sehe die komplette Karte von der Schwertküste und so, ne, seht ihr? Und ich bin jetzt praktisch hier in dieser Kampagne anscheinend drin und arbeite mich dann da praktisch durch. Lasst mich also gerne wissen in den Kommentaren, Freunde, was ihr von dem Spiel haltet und ob ihr gerne mehr davon sehen möchtet, ob ihr es auch spielt, wenn ja, wie weit spielt ihr es oder wie weit habt ihr es gespielt, all diese Dinge interessieren mich sehr. Denkt daran, noch BlueStacks herunterzuladen, den Android-Emulator, wenn ihr unten in der Videobeschreibung auf den allerersten Link klickt. Wenn ihr schon dabei seid, ladet auch gerade noch Raid Shadow Legends herunter, ihr unterstützt mich damit direkt, das ist also mega cool von euch. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür, Freunde, und hoffentlich bis zu weiteren Videos auf meinem Kanal. Vielen Dank und bis dann, tschüss.